Mein Name ist Andreas Wolf, ich bin Geschäftsführer bei RoboMotion. Wir sind spezialisiert auf Sonderlösungen im Kunststoffumfeld. Wir befinden uns bei einem sehr guten Kunden von uns, hier bei der Firma Hermann Hauff. Es ist ein sehr innovativer Kunde, der uns immer wieder fordert, besondere Lösungen für ihn zu bieten. Mein Name ist Jörg Vetter, ich arbeite bei der Firma Hermann Hauff. Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen mit 50 Mitarbeitern und stelle Hochpräzisionskunststoffteile her. Ja, die Aufgabenstellung war, Oberkorbrollen für die Spülmaschinen zu montieren und dann eben auch gleich zu verpacken und auf die Palette zu stellen. Wir sind im hochgenauen Spritzgussbereich tätig. Ich sage immer wieder, da wo andere aufhören, da fangen wir an. Wir haben uns darauf spezialisiert, halt in die Technologie tiefer einzusteigen, noch komplexere Bauteile herzustellen. Da geht dann in alle Branchenbereiche auch wieder rein. Und ja, das ist das, was uns eigentlich auszeichnet. Also wir haben hier eine Automatisierungslösung rund um die Spritzgussmaschine. Der erste Roboter montiert in der Spritzgussmaschine im Werkzeug noch die Teile, sodass die dann fertig vom Roboter auch entnommen werden können. Hier haben wir eine sehr genaue Positionierung der Bauteile, sodass keine zusätzliche Sensorik notwendig ist. Dann werden die Teile über ein Förderband in unsere Verpackungszelle überführt. Da werden sie dann in den Karton, den der Roboter vorher aufgefaltet hat, eingefüllt, werden abgezählt. Wenn die richtige Menge im Karton drin ist, wird der Roboter den Karton wieder verschließen und auf die Palette stellen. Und nachdem die Palette gefüllt ist, fährt die aus. Und wir haben dann so 8 Stunden Pufferzeit, sodass eben erst nach 8 Stunden ein Mitarbeiter die fertigen Paletten entnehmen muss. Die Leute mitzunehmen ist ungemein wichtig, wenn man automatisiert. Man muss sie frühzeitig mit ins Boot nehmen, man muss ihnen klar machen, welche Vorteile das Ganze bietet, was für eine Erleichterung eine Automatisierung auch bietet. QKSIM war ein sehr wertvolles Tool in unserem Entwicklungsprozess. Wir mussten die Zelle auf möglichst kleinem Raum planen. Da gab es die Schwierigkeit der Bewegungsabläufe des Roboters, der durfte nirgends anstoßen. Und das im Vorfeld zu planen, ist im CAD nicht möglich. Deshalb haben wir QKSIM genutzt, um eben hier möglichst kompakte Zellenkonstruktionen hinzubekommen. Gut, Herausforderungen müssen wir uns jeden Tag stellen. Technik lebt, Automatisierung lebt. Also man wird hier nie zur Ruhe kommen. Man muss das jeden Tag weiterleben, auch weiter vorantreiben. Ich habe schon wieder neue Ideen im Kopf. Meine Mitarbeiter, die haben schon leicht die Köpfe wieder eingezogen, was jetzt wieder kommt. Aber es stehen schon neue Dinge an und es bleibt auf jeden Fall spannend. Industrial Intelligence.